Thermometereichen und Celsius-Skala. Flüssigkeiten dehnen sich beim Erwärmen aus. Man sieht es auch am Klimawandel. Ein Drittel des Meeresspiegelanstiegs im Zeitraum von 1993 bis 2016, jährlich ca. 1 mm, entfielen dabei auf die Ausdehnung des Meerwassers und nicht auf das Abschmelzen von Eis in Grönland oder woanders. Und dieses Prinzip der Ausdehnung einer Flüssigkeit bei Wärme kann man zur Temperaturmessung nutzen. Dazu müssen wir uns aber die erste Frage stellen, nämlich, welche Flüssigkeit benutzen wir denn in unserem Temperaturmessgerät? Da gäbe es zum Beispiel Wasser oder Alkohol oder Quecksilber zum Beispiel. Wasser eignet sich nur bedingt, denn so könnten wir im Winter Außentemperaturen gar nicht messen, weil das Wasser ja gefriert. Quecksilber würde zwar funktionieren, doch es ist giftig. Und wenn unser Quecksilberthermometer herunterfallen würde, wollen wir keinen Kontakt mit diesem giftigen Element haben. Da bietet sich aber der Alkohol an, und zwar in gefärbter Version findet er sich heutzutage in diversen Thermometern. Die nächste Frage, die wir uns stellen müssen, um ein Thermometer zu bauen, ist, welches Gefäß nutzen wir? Ein dickes Rohr, ein dünnes Rohr oder ein dünnes Rohr mit Vorratsgefäß? Nutzen wir ein dickes Rohr und die Flüssigkeit dehnt sich aus, so verteilt sich die zusätzliche Flüssigkeitsmenge auf eine breite Querschnittsfläche und der Anstieg ist kaum erkennbar. Bei einem dünnen Rohr würde man den Anstieg besser sehen, aber es ist zu wenig Flüssigkeit, die sich ausdehnen könnte. Bleibt als dritte Möglichkeit ein dünnes Rohr, um den Anstieg gut erkennen zu können, aber auch durch das Vorratsgefäß eine große Menge an Flüssigkeit zum Ausdehnen. So sieht also ein Thermometer aus. Ein Steigrohr oder Kapillare genannt und ein Vorratsgefäß mit gefärbtem Alkohol. Aber da fehlt noch was, und zwar eine Skala. Und wie wir jetzt zu der Skala kommen, schauen wir uns ein Beispiel von Emilia und ihrer Freundin Clara an. Beide haben ein Thermometergefäß vorliegen und überlegen jetzt, wie sie ihre Skala erstellen können. Emilia hat eine Idee. Markiere den Stand deiner Flüssigkeit und notiere dort einfach mal 0 Grad. Clara geht auf dieselbe Weise vor, aber wir erkennen, so wird das nichts. Die Temperatur bei Emilia und bei Clara ist unterschiedlich. Es macht also keinen Sinn, einfach irgendwo die 0 hinzuschreiben. Und Emilia überlegt weiter. Sie braucht eine gemeinsame Temperatur mit ihrer Freundin. Wie wäre es zum Beispiel, die Temperatur in ihren Schuhen zu messen? Halte das Thermometer in deine Schuhe, markiere den Stand deiner Flüssigkeit und notiere dort 0 Grad. Clara hält sich an die Anweisung, aber auch hier sieht man, die Temperatur ist wohl doch nicht dieselbe und unsere Thermometerskala sieht unterschiedlich aus. So wird es wohl auch nichts. Wir brauchen also eine gemeinsame Temperatur, die auch jeder nachvollziehen kann. Aber was könnte man denn da nutzen? Da fällt Emilia ihre kalte Cola aus dem Kühlschrank ein. Halte das Thermometer in Eiswasser. Markiere den Stand deiner Flüssigkeit und notiere dort die 0 Grad. Das sollte jetzt funktionieren. Der Schmelzpunkt von Wasser ist nämlich ein Fixpunkt. Er ist überall auf der Welt gleich. Also für die Profis, abgesehen vom Luftdruck. Aber nehmen wir einfach mal an, dass bei Carla derselbe Luftdruck herrscht. Dann zeichnen die beiden Mädchen die 0 Grad bei derselben Temperatur ein. Prima. Jetzt haben wir schon mal einen Strich. Aber wie geht's weiter? Nehme ein Lineal und mache Striche in festem Abstand, überlegt Emilia. Das macht Carla jetzt auch. Aber vielleicht weicht der Innendurchmesser ihres Steigrohrs ein bisschen ab und so steigt die Thermometerflüssigkeit unterschiedlich. So kann man also nicht vorgehen. Emilia überlegt,
Wir brauchen noch eine gemeinsame Temperatur, die jeder nachvollziehen kann. Und auf dem Herd steht gerade ein Kochtopf. Halte das Thermometer in kochendes Wasser. Markiere den Stand deiner Flüssigkeit und notiere dort 100 Grad. Und auch der Siedepunkt von Wasser ist ein Fixpunkt. Er ist auch überall auf der Welt gleich. Vorausgesetzt, der Luftdruck stimmt. Es hat funktioniert. Emilia und Clara haben jetzt identische Striche für identische Temperaturen an ihrem Thermometer. Fertig ist die Skala noch nicht, aber Emilia überlegt, den Abstand jetzt in 100 gleiche Teile zu zerlegen. Dann kennt man den Abstand für ein einzelnes Grad und kann die Skala nach oben und nach unten fortsetzen. Man nennt diesen gesamten Prozess übrigens Eichen eines Thermometers. Und es hat funktioniert. Die beiden Mädchen haben jetzt identische Thermometer. Und da Emilia dieselben Fixpunkte wie Herr Celsius benutzt hat, schreibt man nicht nur einfach 0 Grad, sondern 0 Grad Celsius. Hier auch nochmal in der Übersicht. Wir haben also gerade die Celsius-Skala angeschaut. Erfinder ist der Herr Anders Celsius, der diese 1742 erfunden hat. Die Einheit beträgt dann Grad Celsius nach dem Erfinder. Der erste Fixpunkt, den wir brauchen, ist einfach der Schmelzpunkt von Wasser. Dort wird definiert, dass wir 0 Grad Celsius hinschreiben. Als zweiten Fixpunkt wählte er den Siedepunkt von Wasser und hat dort 100 Grad Celsius hingeschrieben. Und nochmal ganz wichtig, es ist nicht so, dass zufällig der Siedepunkt von Wasser bei 100 Grad liegt, sondern dass Celsius gerade den Siedepunkt von Wasser genommen hat und ihn als 100 Grad Celsius definiert hat. Er war aber nicht der Einzige, der ein Thermometer gebaut hat. Da gibt es noch die Fahrenheit-Skala. Nach Daniel Fahrenheit. Dieser hat diese schon 1724 erfunden. Die Einheit ist dann natürlich auch nach ihm benannt, und zwar Grad Fahrenheit. Sein erster Fixpunkt war das kälteste, was er kannte und was er erzeugen konnte. Er bastelte sich eine Kältemischung aus Eis, Wasser und Salmiak und legte dafür die 0 Grad Fahrenheit fest. Umgerechnet sind das etwa minus 17,78 Grad Celsius. Für den zweiten Fixpunkt nahm er die Körpertemperatur eines gesunden Menschen und definierte diese als 100 Grad Fahrenheit. Wenn man das umrechnet, sieht man, dass es 37,78 Grad Celsius wären und damit ist der Mensch vielleicht nicht mehr ganz gesund, sondern weist schon eine leicht erhöhte Temperatur auf. Den meisten Menschen erscheint die Celsius-Skala von den Fixpunkten her deutlich logischer. Die Fahrenheit-Skala wird aber in Amerika noch viel eingesetzt. Und da darf man sich als Europäer nicht wundern, wenn man in der Wettervorhersage im Sommer Temperaturen von 80 Grad angezeigt bekommt. Fassen wir noch mal ganz kurz zusammen. Wir brauchen für das Eichen eines Thermometers zwei Fixpunkte, die wir einzeichnen können und als 0 Grad und 100 Grad definieren, können anschließend den Abstand in 100 gleiche Teile teilen, kennen den Abstand für 1 Grad und können die Skala nach oben und unten erweitern. Wenn du noch auf der Suche bist nach weiteren Erklärvideos zu Mathe, Physik oder Informatik, dann schau doch auch einfach mal auf www.schlauistwow.de vorbei. Und wenn du den Kanal abonnierst, verpasst du auch zukünftig keine interessanten Videos mehr.